Assalamu alaikum ihr Lieben, willkommen auf meinem Kanal zu diesem neuen Video von mir. In diesem Video möchte ich euch mal den Tribes Greenstar Pro vorstellen. Das soll der zweitbeste elektrische Slow Juicer auf dem Markt sein nach dem Angel Juicer. Da der Angel Juicer unbezahlbar ist, habe ich mich für diesen hier entschieden. Aber auch der Tribes Greenstar Pro ist nicht gerade billig, leider. Dafür aber ist er von unschätzbarem Wert für unsere Gesundheit, denn mit ihm kann man ganz tolle, grüne, gesunde Säfte herstellen. Aber auch andere Gemüsesäfte wie Karottensaft oder Rote Beete-Saft und so weiter. Die Saftausbeute ist sehr hoch und der Trester ist relativ trocken, der dabei entsteht. Der Vorteil von solch einem Slow Juicer ist eben der, dass kaum Oxidation entsteht, weil das Gemüse langsam durch zwei Stahlwalzen zerquetscht wird, wodurch der Saft gewonnen wird. Die langsame Umdrehungszahl von etwa 80 Umdrehungen pro Minute garantiert dabei, dass weder Hitze noch Oxidation entstehen können und man somit einen qualitativ sehr hochwertigen Saft erhält. Die Stahlpresswalzen bieten aufgrund ihrer glatten Oberfläche die geringste Angriffsfläche für Sauerstoff, weshalb die Oxidationsgefahr bei diesen Geräten am geringsten ist. Die Zwillingspresswalzen erzielen unter den Slow Juicern den maximalen Saftgehalt. Und durch das Kaltpressverfahren bleiben die Vitalstoffe, Enzyme und sekundäre Pflanzenstoffe erhalten. Bis vor kurzem hatte ich einmal meine manuelle Slow Juicer Maschine benutzt, wie wir sie hier jetzt gerade sehen. Die hat eben den Vorteil, dass ihr Anschaffungspreis sehr gering ist und dass sie der ideale Begleiter auf Reisen oder in der freien Natur ist. Und dass sie eben sehr einfach zu reinigen ist. Sie ist eben als Einsteigermodell sehr gut geeignet, besonders für Menschen, die sich nur hin und wieder einen frischen Saft pressen wollen. Die Nachteile einer manuellen Entsaftermaschine sind eben die, dass die Saftgewinnung etwas mehr Zeit als bei elektrischen Slowjuicern braucht, auch dass die Saftausbeute geringer ist als bei elektrischen Slowjuicern und dass der Kraftaufwand von härterem Pressgut eben sehr hoch ist. Und wenn man sich auf Dauer täglich mehrere oder größere Portionen grüne, gesunde Säfte herstellen will, ist solch ein elektrischer Slow Juicer eben sehr von Vorteil. Und das ist der Grund, warum ich mir diesen zweitbesten elektrischen Slow Juicer von meinen Kindern zum Eid gewünscht hatte. Denn damit kann man wirklich ohne Kraftaufwand und in kurzer Zeit größere Mengen an diesem Lebenselixier herstellen. Hier sehen wir jetzt die Einzelteile, verschiedene Bürsten zum Reinigen dieser Maschine und so weiter. Das ist der Stopfer hier. Dann gibt es verschiedene Siebe. Einmal ein Sieb für den Saft eben und dann gibt es ein gröberes Sieb für Saft mit Fruchtfleisch oder auch diese hier. Diese Teile sind für Eis, wenn man damit Eis machen möchte oder sogar Teig. Denn man kann damit sogar Eis herstellen und sogar auch Pasta, aber dafür benutze ich die Maschine nicht. Ich benutze sie ausschließlich für mein Lebenselixier, für meine grünen, gesunden Säfte. Der einzige Nachteil, sage ich, eines elektrischen Slow Juicers ist eben der, dass die Reinigung eben etwas aufwendiger vonstatten geht als bei einer manuellen Saftpresse. Dafür könnte man dann aber auf einmal große Mengen an Saft herstellen und diesen dann portionsweise einfrieren. Das werde ich euch am Ende des Videos nochmal zeigen. Das ist nämlich das Tolle, dass man halt zum Beispiel im Sommer, wenn man jetzt mal in den Wald geht und richtig große Mengen an gesunden Wildkräutern und unseren Heilkräutern sammelt, dass man diese gleich dann frisch und in großen Mengen auf einmal entsaftet und sie dann portionsweise einfriert, sodass man nicht jeden Tag einen Saft herstellen muss. Zwar versuche ich natürlich trotzdem jeden Tag meinen frischen Saft herzustellen, das ist immer das Beste und Gesündeste, aber manchmal gibt es Tage, wo man einen Termin hat oder wo man einfach nicht in der Lage ist, jetzt einen Saft herzustellen, dann holt man sich einfach eine gefrorene Portion raus und trinkt diese. Hier sehen wir jetzt die Gebrauchsanleitung dieses zweitbesten elektrischen Slow Juicers, des Tribest Greenstar Pro, wo alles im Detail erklärt wird, sodass ich hier gar nicht so viel erklären muss. Der Vorteil unter anderem dieses Slow Juicers gegenüber anderen Slow Juicern ist eben der, dass er zwei Zwillings-Stahlpresswalzen hat, die zum einen unverwüstlich sind, sodass auch schweres und hartes Pressgut der Maschine keinen Schaden zufügen kann, wie das bei billigeren Maschinen der Fall sein könnte, die eben keine Stahlpresswalzen haben, sondern welche aus Plastik, sodass sie bei härterem Pressgut sehr schnell kaputt gehen könnten. Außerdem kommt hier der Saft eben nur mit Edelstahl und Glas in Verbindung. Nicht mit Plastik, auch wenn die Außenteile aus Plastik sind, aber die inneren Teile, alles was mit dem Saft in Berührung kommt, ist nur aus Edelstahl oder Glas, sodass die schädlichen Inhaltsstoffe von Plastik nicht in den Saft gelangen können.
Der Saft selber wird dann auch von einer stabilen Glaskanne aufgefangen. Jetzt haben wir gesehen, wie man das Teil abbaut, nachdem man es benutzt hat, und dann kann man es reinigen und wie man es jetzt auch wieder aufbaut, nachdem man es gereinigt hat. Wir sehen, das geht also relativ einfach. Wir hatten das hier zusammen, also ich mit meinem Sohn, ausprobiert und haben dann festgestellt, ach so, das Sieb kommt ja erstmal nochmal da rein, darunter, bevor dieses Oberteil da drüber kommt, und dann wird das hier so eingehakt. Wenn man einmal die Routine drin hat, ist das nicht mehr schwer, das Teil aufzubauen. Der einzige Nachteil an solch einem elektrischen Slowjuicer ist eben der, dass eben der Reinigungsprozess nicht ganz so schnell geht wie bei einem manuellen Entsafter. Dafür ist dieses Gerät aber von unschätzbarem Wert für unsere Gesundheit, weil man auf schnelle und einfache Weise hochgesunde Säfte damit herstellen kann. Um das neue Gerät nach dem Eat einzuweihen, habe ich hier zusammen mit meinem Sohn und meinem Enkelkind zuerst einen leckeren, süßen Möhrensaft hergestellt, den alle gern mögen und für den man nur 2 Pakete Bio-Möhren benötigt und eventuell noch einige Bio-Äpfel. Karotten zählen eben zu dem allergünstigsten Gemüse, was man so erstehen kann, weshalb sich dieses Gemüse anbietet, große Mengen an köstlichem, gesundem, süßem Saft herzustellen. Frisch gepresste Säfte liefern zahlreiche natürliche Vitalstoffe, Enzyme und Antioxidantien. Sie versorgen überdies mit sekundären Pflanzenstoffen, bioverfügbaren Mineralstoffen sowie wertvollem Wasser aus der frischen Frucht oder dem frischen Gemüse. Da Säfte sehr schnell verdaut werden und nur wenige Ballaststoffe enthalten, gelangen die Nähr- und Vitalstoffe in wenigen Minuten in unsere Zellen und können dort Reparatur- und Heilprozesse unterstützen und beschleunigen. Um diesen köstlichen Saft zu genießen, würde sich solch ein Glasstrohhalm anbieten. Die sind eben der Gesundheit dienlicher als jetzt diese Plastikstrohhalme, weil so der gesunde Saft eben nicht mit dem schädlichen Plastik in Berührung kommt. Ja, trinkt man solche frisch gepressten Säfte täglich, kann sich der Organismus langsam aber sicher erneuern und regenerieren. Und das ist eben nur mit frisch gepressten Säften möglich, nicht mit Säften aus dem Handel, die mindestens pasteurisiert sind und meistens noch mit vielen Zusatzstoffen versehen sind. Eine hochwertige Saftpresse lohnt sich daher ganz enorm, wenn man regelmäßig frisch gepresste Säfte genießen möchte. Denn sie wirken umfassend auf den gesamten Organismus. Da sie nur nähren und versorgen, aber nicht belasten, versetzen sie den Körper automatisch in den Entgiftungsmodus. Und zwar umso intensiver, je mehr chlorophyllhaltiges Gemüse man sich damit entsaftet. Denn Chlorophyll ist nicht nur außerordentlich hilfreich beim Aufbau neuer Blutzellen, es unterstützt die Entgiftung von krebserregenden Substanzen und fördert die Regeneration von Strahlenschäden. Chlorophyll kann außerdem zur Ausleitung von Schwermetallen und Umweltgiften wie zum Beispiel Pestiziden, aber auch von Aflatoxinen, also Schimmelpilzgiften, beitragen. Zum Entgiften mit Chlorophyll hatte ich ja schon ein Video gedreht, das verlinke ich euch hier oben mal. Hier zeige ich euch noch, dass ich eben zusätzlich zu meinem grünen Blattgemüse, was meistens aus Wildkräutern besteht, denn die Wildkräuter sind die allergesündesten chlorophyllhaltigen Pflanzen auf Erden. Zusätzlich dazu entsafte ich mir dann jedes Mal auch etwas frische Kurkuma-Wurzel, Ingwerwurzel, Knoblauch, rote Zwiebel und Zitrone mit Schale, alles natürlich immer von Bioqualität. Diese gesunden grünen Säfte sind dann meine tägliche Medizin, die ich mir selbst immer verabreiche, vorbeugend und auch um die Gesundheit zu erhalten. Und um wirklich an alle gesunden Nährstoffe dieser gesunden Säfte zu gelangen, ist es eben entscheidend, dass man dazu einen wirklich hochwertigen Slowjuicer benutzt und keinen Zentrifugalentsafter. Denn bei einem herkömmlichen Zentrifugalentsafter gelangt durch die hohe Drehgeschwindigkeit sehr viel Sauerstoff in den Saft, also die Oxidationsgefahr steigt dadurch und aufgrund der hohen Drehgeschwindigkeit entsteht Hitzeentwicklung, die insbesondere den empfindlichen Enzymen und einigen Vitaminen schadet. Daher fehlen solchen Säften häufig wertvolle Vitalstoffe, die eben bei einem Slow Juicer erhalten bleiben. Hier zeige ich euch noch, wie ich meinen frisch gepressten grünen Saft behandle hinterher, indem ich einen Teelöffel Brennnesselpulver hinzugebe, etwas frisch gestoßenen Pfeffer, eine Ölquelle wie hier dieses ungefilterte Schwarzkümmelöl oder auch meine täglichen Vitamine D3 oder K2 Tropfen. Den Pfeffer gebe ich wegen dem Kurkuma hinzu, denn der Kurkuma benötigt ja immer das Piperin im Pfeffer, um aktiviert zu werden.
Eine gesunde Fettquelle deshalb, damit die fettlöslichen Vitamine in dem Saft auch besser aufgenommen werden vom Körper. Und das Brennnesselpulver gebe ich deshalb hinzu, damit wir eine Ballaststoffquelle haben, damit die Gifte, die durch die grünen Säfte im Körper gelöst werden, gebunden werden und ausgeschieden werden können. Hier seht ihr jetzt die ganzen grünen Shots, die ich jetzt eingefroren habe. Also das kann man eben auch machen. Das finde ich so praktisch, indem man eine große Menge Saft herstellt und diese dann in so kleinen Behältern einfriert, also schockgefriert, damit man auch an Tagen, an denen man nicht dazu kommt, einen Saft zu pressen, trotzdem einen grünen Saft zur Verfügung hat. Für die Gesundheit. Ich friere diese Shots auch unter anderem für meinen Sohn ein, damit auch er an diese wichtigen Vitalstoffe täglich gelangen kann. Wie wir jetzt aus dem Video ersehen konnten, ist es wirklich von Vorteil, wenn man einen hochwertigen elektrischen Slow Juicer zur Verfügung hat. Und der beste Slow Juicer nach dem Angel Juicer ist eben dieser TriBest Green Star Pro mit Zwillings-Edelstahl-Walzen, die einen sehr qualitativen Saft erzeugen. Masha'Allah, und wo der Saft mit keinem Plastik in Berührung kommt und in einer stabilen Glaskaraffe aufgefangen wird. Mit diesem Video wollte ich all denjenigen die Entscheidung erleichtern, die noch am Überlegen sind, welche Art des Entsafters am besten für sie geeignet ist. In diesem Sinne wünsche ich euch gute Gesundheit und wenn euch mein Video gefallen haben sollte, dann teilt es mit euren Bekannten und Freunden, abonniert den Kanal und vergesst nicht, das Glockensymbol zu betätigen, damit ihr kein Video in Zukunft von mir verpasst. Liebste Grüße, Salam Aleikum, eure Maria.